Fahrt zum Kap der Guten Hoffnung. Durch herrliche Feinbossnatur mit leuchtend weißen Edmondia-Strohblumen. Oft sieht man Straußenvögel am Meer. Manchmal möchten sie die Straße überqueren. Dann kommt es höflicherweise zu einem kleinen Verkehrsstau. Am Cape of Good Hope ist viel Betrieb. Jeder möchte gern mit aufs Foto. Etwas weiter südlich liegt die zweite Spitze, Cape Point. Vom Restaurant aus fährt eine Bergbahn hinauf zum alten Leuchtturm. Wer es sportlicher und preiswerter mag, nimmt den Fußweg. Der weite Panoramablick oben belohnt für die Mühen des steilen Aufstiegs. Im Osten der Indische Ozean, im Westen der Atlantik, im Norden die Kap-Halbinsel zwischen den Meeren und im Süden die schroffe Spitze des afrikanischen Kontinents.